What made that noise? Mega vollgestellt. Mom and Dad always talked about how they met at school. Nachbarschaft im Blickpunkt, der Sportler und die Künstlerin. Emily Wyatt und Charles Erickson, Eugene State College 2005. Beurteile zwei Bücher nie nach ihrem Einband. Das ist das Motto dieses kuriosen Pärchens aus Eugene. Beide schlagen Wellen in ihren jeweiligen Gebieten und deshalb stellen wir sie in dieser Ausgabe von Nachbarschaft im Blickpunkt vor. Emily Wyatt ist eine Comiczeichnerin, deren geistreiche Werke über ihr merkwürdiges Leben im Print und im Web erschienen sind. Auch auf den Seiten dieser Zeitung, sie hasst laut eigener Aussage alles, was mit Sport zu tun hat, und ist doch verlobt mit Charles Erickson, einem lokalen Basketballstar, von dem man munkelt, er würde bald zu den Oregon Ducks gehören. Ironischerweise lernen die zwei sich in eine Bücherei kennen und fanden die wahre Liebe zwischen Bücherstapeln, während sie gemeinsam für die qualvollen Abschlussprüfungen lernten. Ich bin Mathe, sie ist die Kunst, sagt ein erörternder Charles, eindeutig ein verliebter Mann. Was ein und dieselbe Sache ist, nur von verschiedenen Seiten, fügt Emily mit einem warmen Lächeln hinzu, während sie die Hand ihres frisch gebackenen Verlobten hält. It was weird having my mom as my kindergarten teacher, but fun. Wir lieben sie, Miss Erickson. Emma, Chris, hab dich lieb, Mama. Ethan, Isabel, Gavin, Sophia, Logan, Hall and Olivia. My first picture looks so tiny and weird. Maybe I'm an alien baby. Ein Alien Baby. Nicht mehr lange. Wenigstens haben sie es noch. This is where Mom went to school before we came here. 17. Mai 2011. Sehr geehrte Emily Erickson, als Direktor der Blackwall Academy wollte ich Ihnen persönlich schreiben und Ihnen für Ihre anhaltende Unterstützung des Kunstprogrammes an unserer angesehenen Schule danken. Wir stellen Ihre Arbeit immer gerne zusammen mit dem Werken anderer der langen Liste an Alumni aus. Was? Wir stellen Ihre Arbeit immer gerne zusammen mit den anderen Werken anderer der langen Liste an Alumni aus. Okay, check ich nicht. Wahrscheinlich irgendein Museum oder irgend sowas. Keine Ahnung, Keine Ahnung, was das Wort bedeutet. Wir alle hier erinnern uns gerne an Sie. Danke, dass Sie an uns denken und wir hoffen, dass Sie uns bald besuchen, um selbst zu sehen, wie Ihre Spende unsere Träume am Leben hält. Director Ray Wells, Blackwell Academy, Arcadia Bay, Oregon. Mit den besten Wünschen, Wells. Mom didn't go to art school because of me, but she was already an amazing artist. Eugene State College Kunstabteilung Landis Hall. 15. September 2006. Liebe Emily, wir erhielten Ihre Bitte um Exmatrikulation und wollten Ihnen zuallererst zu Ihrem bevorstehenden Kind gratulieren. Obwohl wir uns sehr für Sie und Ihre Familie freuen, tut es uns auch leid, dass wir eine unserer vielversprechendsten Künstlerinnen und Studentinnen verlieren. Ihre einzigartigen und geistreichen Illustrationen haben auf dem Campus und in der Uni-Zeitung Anklang gefunden. Also hoffen wir, mehr von Ihrer Arbeit in Zusammenarbeit mit uns und anderen zu sehen. Wenn Sie bereit sind, werden Sie hoffentlich in Erwägung ziehen, an die Eugene State zurückzugehen, um Ihr Kunstdiplom abzuschließen. Dafür ist ein zu viel. Und uns weiter zu inspirieren. Falls Sie Fragen haben sollten, können Sie uns jederzeit kontaktieren. Alles Gute, Professor D. Jennings. Oh wow. I remember when Mom drew that. And Dad couldn't stop laughing. Gute Nacht, mein hübscher Liebling. Du
bist wieder erkältet. Ich habe dir gesagt, du sollst mehr Obst essen. Okay. I don't get this one. I'm too young. Hin, hin, hu, hin. Wah. Isn't you. Isn't it your turn, Mr. Officer? Oh Gott. Oh Mann. Now I can color Captain Spirit just like my drawing. Wie cool. Captain Spirit. Allseits bereit. Superhero Power on. Nice. Ich mag das Spiel irgendwie. Yes, it's actually Captain Spirit to the rescue. And it's time to visit Mantroid's home planet for a change. If Dad used the padlock, he wants to keep me out. Woher soll ich das wissen? Keine Ahnung. Oder wann haben Sie sich kennengelernt? This is where Mom went to school before we came here. I don't get this one. Mom and Dad always talked about how they met at school. 2005. Maybe? I don't know. Yes! Oh, nice! Hätte ich nicht gedacht. Ah, unser Firecracker. Thanks for storing my explosives, Chief. Natürlich nehmen wir die mit. Now I'm ready to rock. Sorry, Dad. Local woman hit killed in hit and run. Ortsansässige Frau stirbt nach Fahrerflucht. Ich glaube, das ist wohl unsere Mutter. Die Polizei sucht nach Zeugen für einen Unfallflucht mit Todesfolge, die am Dienstagabend, dem 16. Dezember 2014 um 19.15 Uhr bei Mantle Street und Asteroid Drive stattfand. Das Opfer identifiziert als Emily Erickson, 28, aus Beaver Creek, Oregon, entfernte sich von ihrem liegen gebliebenen Auto, als sie frontal von einem nicht identifizierten zu schnell fahrenden Vehikel getroffen wurde. Oh no, ich glaube, ich weiß, worauf das hier aus... Ich hoffe nicht, der Vater hat sie gekillt. Ich hoffe es wirklich nicht. Sie hinterlässt einen Ehemann und Sohn, zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht zugegen waren. Was? Nicht dabei waren, keine Ahnung. Kommissar Anderson sagt, die Überwachungsvideos könnten wichtige Hinweise enthalten. Wir betrachten dies als Totschlag durch Fahrerflucht. Wer Informationen zu diesem Vorfall hat, sollte anonym die Polizei-Hotline von Beaver Creek unter 555 Capture anrufen. Ich hoffe wirklich nicht. I know Dad spent a lot of money on the funeral. Oh. In liebevoller Erinnerung an Emily Clark Erickson. Emily Erickson, 28, geliebte Ehefrau, Mutter und Tochter, verließ unsere Welt viel zu früh, am 16. Dezember 2014 in Beaver Creek, Oregon.
Emily kam am 25. Januar 1986 in Eugene, Oregon als Tochter von Peter und Christine Wyatt zur Welt. Seit dem Kindergarten war sie eine leidenschaftliche Zeichnerin und später eine der besten Schülerinnen an der High School von Eugene. Sie gewann verschiedene Kunstwettbewerbe und ein wertvolles Stipendium für die angesehene Blackwell Academy in Arcadia Bay, Oregon. Nach ihrem Abschluss kehrte sie nach Eugene zurück und heiratete am 1. Mai 2006 ihren Freund aus der High School, Charles Erickson. Emily und Charles zogen 2007 nach Beaver Creek, Oregon, wo sie später eine erfüllende Karriere als Kindergärtnerin einschlug und in die junge Menschen zur Kunst inspirierte. Emily und Charles wurden am 8. Februar 2007 mit einem wundervollen Sohn Chris gesegnet. Emmys aufrichtige und humorvolle Online-Comic-Strips über ihr Familienleben brachte ihr bescheidene Anerkennung ein. Sie hinterlässt ihren Ehemann Charles, ihren Sohn Chris und ihre Eltern Peter und Kristen. Die Beerdigung ist für 12 Uhr am 20. Dezember auf dem Willow Hill Friedhof in Eugene geplant. Mit anschließendem Empfang, Freunde und Familie sind eingeladen, ihr die letzte Ehre zu erweisen. Oh Mann. Grandma and Grandpa were so nice. I wish we saw them more. Lieber Charles, danke für deine liebe Nachricht und die Blumen für Kristen Geburtstag. Sie bedeuten immer mehr, wenn sie von dir kommen. Wir vermissen euch und würden gerne sehen, wie Chris aufwächst. Genau wie du vermissen wir Emily jeden Tag, jede Stunde und jede Minute. Wir wissen, dass Trauer ein Teil deines Lebens ist. Also vergiss nicht, dass wir oft an dich denken. Wir sind immer für dich da, so wie du für uns da warst. Für immer. Bitte melde dich bei uns und lass uns festlegen, wann wir uns sehen können. Du bist Teil unserer Familie und immer in unseren Herzen gebeten. Mit Liebe, Peter. Echt nett. Großeltern sorgen sich wirklich sehr um die Familie hier. Sonst gibt's, glaube ich, nichts. Here I come, Mantroid. Oh no, war das gut? Come on, let's get going. This is Captain Spirit, you copy? Are you there, Sky Pirate? Captain Spirit, I read you loud and clear. Are you sure you want to go on this dangerous mission? Uh-oh. Don't worry about me. Mantroid is the one in danger. Gotta do a quick system check first. Instrument panel, check. Force field, check. Proton missiles, check. Escape pod, check. Windshield wipers, check. Everything looks good. Start the launch. We're going faster than okay, light cool. Speed. What's that ahead? Oh no, meteor shower. Turn on the force field. Too late. Emergency. SOS, crash landing. Ah! Mayday, mayday. Absturz, Absturz. I wonder how many ships Mantroid has crashed on this planet. Never mind. I landed safe. Time to explore.